das Modelljahr 2020, der Ford Ranger Raptor. Ja, er steht jetzt hier ganz neu. Wir sind mal wieder in Dillingen bei einem der erfolgreichsten Ford-Gewerbepartner und Transit-Center, nämlich bei der Ford-Zentralgarage in Dillingen. Und er macht einen ziemlich mächtigen Eindruck für alle, die, ich sag mal, unterwegs sind im Gelände und ein tolles Fahrzeug brauchen, mit dem man unglaublich viel ziehen kann, nämlich in dem Fall hier als Geländefahrzeug 2,5 Tonnen, ein 10-Gang-Getriebe mit eingebaut und ein starker Motor ist mit drin. Das Ganze natürlich nach den neuesten Abgasnormen und natürlich ja, einer Abgasreinigungsanlage. Da kommen wir gleich mal drauf, denn es hat einiges an Luxus zu bieten. Es ist im Prinzip eine Mischung aus einem Nutzfahrzeug und einem Spaßfahrzeug. Wenn du dich mal kurz vorstellst nochmal. Hallo, ich bin der Kevin Schwarz, Werkstattleiter vom Gewerbepartner und Transitcenter und bin Kfz-Meister. Ja, ich habe einige schlimme Fragen, wie zum Beispiel, wie funktioniert ein Getriebe und so weiter. Werden wir gleich mal drauf eingehen. Ja, Matthias, da bist du wieder. Das ist wie viele Video? Fünfte, sechste? Ja, das kommt hin. Ja, ist ein toller Wagen. Allein die Optik macht unglaublich viel. Es gibt ja viele, die nutzen die Fahrzeuge auch privat, muss man dazu sagen, mit der 1%-Regelung. Und dann ist natürlich die Optik was ganz Feines, oder? Ganz genau. Der besticht halt durch das bullige Äußere. Ist schon ein Schmuckstück. Ja, man hat eine unglaubliche Bodenfreiheit. Das Fahrzeug steckt einiges weg. Alle Elemente, die dort drin sind, sind gebaut für den Weltmarkt. Unter anderem ist er in Südafrika gebaut worden. Du hast mal drunter geguckt. Ist das alles Spielzeug, was hier verbaut wurde? Plastik? Naja, das ist schon tipptopp verarbeitet. Ist auch ein Fox-Fahrwerk drin. Also Fox? Ein High-End-Fahrwerk. Also damit kommt man überall drüber. So, ich zeig mal gerade hier unten drunter. Wir haben ja gerade das Rad mal ein bisschen quergestellt. Da ist also Stahl pur verbaut. Wenn ich hier jetzt mal versehentlich einen Bordstein hochfahre, das ist wahrscheinlich ganz lustig, das macht ihm gar nichts. Das merkt man gar nicht. Das merkt man gar nicht. Also wo der andere vielleicht schon mal die Spur verstellt hätte, ist das hier. Sag mal hier die Reifen, das hat eine Bewandtnis. Die stecken einiges weg, oder? Genau, das sind die All-Terrain-Reifen von BF Goodrich, die halt wirklich genau für das Befahren von Steinen, von unfestigten Straßen, dafür sind die genau gemacht. Ja, die Bremsanlage, das Fahrzeug wiegt ja schon einiges leer. Und das muss dann entsprechend verzögert werden. Wie ist die Bremsanlage? Tipptopp. Also ist schon sehr stark. Das heißt also, wenn man das jetzt mal hier vergleicht, die Bremsscheibe macht also hier fast den kompletten Radlauf aus. Sie sind unglaublich auf Haltbarkeit ausgelegt. Die Fahrzeuge kommen aus Südafrika, werden aber nicht nur hier in Deutschland eingesetzt, oder? Das ist richtig, weltweit. Ja, unten dieser Schweller, den wir hier haben. Der ist jetzt hier aus Kunststoff, aber ich habe mich eben mal draufgestellt. Ich glaube, er ist nicht aus Kunststoff. Er sieht ein bisschen aus, wie als wäre er so beschichtet. Er ist komplett aus Metall. Ganz genau. Dass da auch wirklich nichts passieren kann, der ist fest. Ja, wenn du mal kurz mal die Tür aufmachst und mal draufsteigst, da wackelt nichts, oder? Nee, der ist sehr stabil. Also im Vergleich zum Vorgänger ist es schon noch hochwertiger. Das ist es, ja. Ja, das Fahrzeug selber, also wenn du hier mal so reinguckst, also es macht alles einen extrem soliden Eindruck, oder? Ja, hat der Vergleich zum Vorgänger, hat er auch Federn und Dämpfer hinten verbaut. Vorher waren ja ganz normale Blattfedern verbaut. Und jetzt hat man hier mit dem Fox-Fahrwerk die Dämpfer eingebaut und ist somit noch geländegängiger. Und der Fahrkomfort ist nochmal. Es geht leicht zu Lasten der Zuglast, muss man sagen. Ich glaube, die Geländegängigkeit, die hat ja 2,5 Tonnen. Genau, das ist der Nachteil. Allerdings ist das Fahrzeug fürs Gelände konzipiert worden, also dass man noch mehr am Gelände machen kann. Ne? Und das ist halt dann der Nachteil mit der Zuglast. Ne? Ja, hier hinten auch, wir haben eben mal kurz gewitzelt, hier könnte man denn jemanden zum Beispiel rausziehen. Bei vielen Fahrzeugen ist das hier nur aus Plastik und nur so ein bisschen Optik. Wir reden also hier nicht von einem SUV, sondern einem richtigen Geländefahrzeug. Das Ding kann ins Gelände, es will ins Gelände. Genau, es ist ein absolutes Arbeitstier. Und wie gesagt, auf den unbefestigten Straßen macht Spaß, im Wald, man kann zum Arbeiten benutzen, ein Allrounder. Genau, ich kann ja einfach jemanden abschleppen, also hier kann ich ein bisschen was dranhängen. Das verzeiht einiges, es hat einen amerikanischen Anschluss, ich könnte also dann auch die amerikanischen Systeme dran machen, aber der Adapter, wenn ich mir den allein schon mal anschaue, da kriegt man doch ganz schön viel Vertrauen, oder? Das ist richtig, also da passiert nichts. So, hat hinten eine Ladefläche, also vielleicht mal, fangen wir von vorne an, er ist breiter, oder? Genau, der ist breiter und auch höher. Breiter und höher, man kann gut einsteigen natürlich hier mit den, ich sag mal, Einstiegshilfen, die an der Seite drauf sind, die sind alle auch beschriftet. Die Optik ist da und ja, man hat eine unglaubliche Bodenfreiheit. Genau, die Bodenfreiheit beträgt knapp 30 cm, 28,6 cm. Das ist schon ein bisschen was. Wattiefe, ich kann ins Wasser eintauchen? Genau, bis zu 850 mm, also 85 cm.
Man kann die Watttiefe noch erhöhen. Ich glaube, es gibt noch so Kits, dann ist der Luftanlass noch höher zu legen, oder? Genau, richtig. Es gibt Umbausätze, damit der Luftanlass nach außen gelegt wird und wird dann am Fahrzeug an der A-Säule hochgelegt. Das ist auch umbaubar, ist machbar. Ja, vorne. Ich zeig mal gerade hier unten drin. Da ist das Fox-Fahrwerk. Ah, man kann es sogar lesen, steht drauf. Ja, ich habe gedacht, Fox baut nur irgendwelche Fahrwerke für irgendwelche Mountainbikes. Nee. Ja, man lernt noch dazu, ne? Also anscheinend nicht. Aber es ist halt High-End-Qualität. Ne? Ja, wenn du mal so lieb bist, den Motorraum mal aufmachst, wir gucken uns den mal kurz an. Denn ich habe witzigerweise zwei Peilstäbe gefunden. Vielleicht habe ich mich auch vertan, ja. Zweimal gelb. Wozu wäre denn der zweite, wenn es einen zweiten Peilstab gäbe dort? Automatikgetriebe, ja. Genau. Wenn du mal so lieb bist, mir das mal beschreibst. Der hat eine 10-Gang-Wandlerautomatik. Die Wandlerautomatik geht quasi verschleißfrei beim Anziehen, oder? Richtig, die ist verschleißfrei. Also da sind auch Kupplungen drin. Die laufen aber im Ölbad und geschaltet wird über Planetenradsätze. Ist jetzt allerdings zu kompliziert zu erklären. Mit verschiedenen Zahnrädern sind die in Reihe geschaltet und somit bekommt man dann mehrere Gänge hin. War früher nicht so einfach. Früher hatte man da eher drei, vier Gänge. Dann kamen 5, 6 Gänge. Jetzt sind wir schon bei 8 und mit dem sogar schon bei 10 Gängen. Und dahin sieht man auch den Ölmessstab vom Automatikgetriebe. Okay. Und ja. Ja, man kommt sehr, sehr gut an alles ran. Was ist hier für ein Licht verbaut bei dem? Der hat ein ganz normal Halogen drin. Hat Halogen drin? Mit LED-Tagfahrlicht. Mit LED-Tagfahrlicht. Das machen wir gleich mal an, das sieht schick aus. Aber das Tagfahrlicht erfüllt auch einen anderen Vorteil, wo man früher ja manuell das Licht eingeschaltet hat. Die leuchten jetzt immer, oder? Genau, richtig. Wobei sie halt verdunkeln, wenn man es abnehmlich einschaltet. Das Pflicht, gell? Das Pflicht, genau, richtig. Das muss so sein. So, das hat, glaube ich, was zur Nähe zum Hauptscheinwerfer zu tun, oder? Ja, genau. Vor allen Dingen auch mit Blenden hat es damit zu tun. Es muss auch klar abgegrenzt sein zwischen Abblendlicht und Tagfahrlicht. Da ist so gesetzlich festgelegt, dass es einen Unterschied geben muss. Ne? Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, das nochmal anmachst, das Tagfahrlicht, ja, dass das mal sehen. Denn ich sag mal so, die DNA, die Optik, wenn man vorne einschaltet, so das Tagfahrlicht ist schon ganz schick, hat aber eine sehr, sehr gute Komponente, wenn man mal irgendwie entgegenkommt und man wird einfach gut gesehen. Ja, vor allem mit dem Fahrzeug sieht es schon ein bisschen aggressiver aus dann. Ne? Ja, das, ich sag mal, wollen wir ja nicht sagen. Der Haupteinsatz von dem Fahrzeug, muss man ja sagen, das ist jetzt kein Freizeitmodul, es ist fast ein LKW, oder? Ja, kann man so sagen, ja. Ein Truck, so ein kleiner. Richtig, richtig. Ist ja auf den F-150 angelehnt aus den USA und da ist der schon sehr nahe dran. Ne? So, lieber Herr Seim, wenn du mal so lieb bist, den mal anmachst, denn wir haben eben mal kurz was gehört. Wir wollen nur mal kurz mal besprechen, wie das Ansauggeräusch ist, ja, wenn du mal ein bisschen Gas gibst. Das Thema Ansaugen, das heißt, die Kraft wird generiert wahrscheinlich durch einen Turbolader, ne? Durch zwei. Zwei Turbolader. Ja, zwei Turbolader, genau. Und kommt somit auf 213 PS. Ist, wenn man Gas gibt, den Viscolüfter. Was ist das? Der hat eine extra Kupplung, die zieht an. Genau. Stark. Ja, das hört man auch ein bisschen mehr, damit er aber auch immer quasi eine gewisse Kühlung hat, weil da muss er auch schon ein bisschen mehr Kraft generieren. Ne? Okay, das heißt, der Lüfter, der ist hier vorne direkt dann wahrscheinlich an der Kühlanlage drin. Genau, richtig. Sieht man direkt hier unten drunter unter der Plastikabdeckung. Hier drunter ist der. Kommt mal, sieht man so jetzt leider nicht. Von der Seite wird man sehen. Aber ja, schau mal kurz rein. Vielleicht sieht man es so, aber man spürt es ja, halt jetzt, dass er da läuft. Man sieht es jetzt eigentlich ganz gut. Das heißt, der ist jetzt da drin. Das ist wahrscheinlich auch so eine Sicherheit, dass, wenn es mal wirklich richtig heiß ist, dass der Motor ordentlich gekühlt wird. Ja, genau, richtig. Der muss immer, also bei den Viscolüftern läuft er eigentlich nahezu immer mit. Durch die Visco-Kupplung wird halt nur geregelt, wie stark der läuft. Ne? AGM-Batterie, was heißt das? Das ist keine Gel-Batterie, wie viele vermuten. Das ist eine Fließ-Batterie. Die kann man eigentlich in allen verschiedenen Lagen einbauen. Vergleich zur Säurebatterie kennt man normalerweise aus dem Zweiradbereich, Motorrad. Ist wahrscheinlich auch die Vibrationsempfindlichkeit ist nicht so hoch, oder? Genau, richtig. Die sind eigentlich sehr unempfindlich. Auch komplett wartungsfrei. Komplett. Das heißt, da läuft nichts aus, keine Gase, gar nichts. Komplett. Richtig, ist auch Hintergrund, dass nichts auslaufen kann. Die könnte man theoretisch auch auf dem Kopf einbauen, theoretisch. Okay, das hat was wahrscheinlich zu tun mit der Schräglage. Er könnte sehr, sehr schräg fahren, oder? Genau, richtig. Da ist man flexibel. So, also ein richtiges Geländefahrzeug. Die Frage ist, wer fährt denn solche Fahrzeuge? Ihr habt die schon sehr, sehr lange im Bestand. Ich sag mal gerade, hier stehen schon die etwas harmloseren Modelle, die jetzt da sind, den Facelift, da ist es jetzt da. Für wen sind solche Fahrzeuge, deiner Meinung nach?
Ja, also wir haben querbeet alles, also sehr viel Privatkunden. Wir haben Dachdecker, Fliesenleger, was haben wir noch alles? Förster, Jäger, das ist sehr unterschiedlich. Ja, Landwirte, also jeden. Haben wir auch noch, Landwirte. So, das Fahrzeug ist relativ schwer, sage ich jetzt mal. Man sagt ja so, die geländegängigen Fahrzeuge, die extrem überall durchkommen, die haben einen ganz kurzen Radstand und wiegen nichts. Wie ist denn das hier? Der fährt gut durchs Gelände. Ja, da kommt überall durch, ne? Also ohne Probleme. Da fährt es auch nahezu unmöglich festzufahren. Der Radstand ist jetzt auch alles andere als kurz, ne? Ja, also kein Problem damit, ne? Gerade hinten hat er auch eine Ladefläche mit drauf. Das ist jetzt sehr mäßig, entsprechend die Abdeckung. Ist es Serie, die Abdeckung? Diese Abdeckung ist serienmäßig, genau richtig. Ja, wenn ihr mal so lieb seid, einfach mal entsprechend öffnet. Ich habe oben drauf die Möglichkeit, zum Beispiel Fahrräder oder halt eine Box zu machen. Genau, richtig. Ist ja da schwierig, ein Fahrrad aufs Dach zu bekommen bei dem Modell. Von daher ist auf der Ladefläche jetzt die Gepäckträger. Das Modular, gell? Das heißt, man kann es drauf machen, wegmachen. Ist das hier schwer zu entriegeln, wenn man das macht? Ich sag mal so, es bedarf ein bisschen Übung. Beim ersten Mal, glaube ich, ist es schwierig, aber beim zweiten Mal ist es kein Problem. Ich kann es gerne mal zeigen. Das war Anfang gemacht. Das heißt, es geht nicht so ohne weiteres auf, richtig? Ganz man muss genau wissen, wo, denn es geht dann von selbst auf. Genau, man muss, wie gesagt, entriegeln dann nochmal. Ich zeig's mal gerade. Einfach kurz zu sich ziehen, hinten entriegeln und dann öffnet's. Es gibt auch die Möglichkeit, das entsprechend zu arretieren mittendrin. Genau, richtig. Die hat Zwischenfunktionen. Kann ich gerne mal zeigen. Wie hier zum Beispiel. Klack und dann genau. Ist es drin. Das hier ist auch belastbar, das heißt, ich darf hier auch draufsteigen? Ja, das ist kein Problem. Also wir arbeiten so auch, ne? Wenn wir da mal ein bisschen schwierige Lagen haben, also kann man ruhig draufsteigen, das macht dem nichts aus. Genau, und du mal gerade so lieb bist, Matthias, mal draufsteigst. Natürlich. Du wiegst heute wie viel? 65 Kilo. 65 Kilo, er lacht. Das andere Bein auch, ne? Das andere Bein auch. So, wenn du mal ein bisschen wippst. Das ist harmlos alles, oder? Da passiert nichts, ne. Also da passiert nichts. Okay, das heißt, ich kann also hier die Rampe komplett beladen. Also da kann ich zum Beispiel jetzt auch Steine drauflegen, das spielt keine Rolle. Das wäre schon möglich. Wir müssen natürlich schauen, ich weiß nicht, wie sehr die belastbar sind. Man soll es jetzt nicht unbedingt übertreiben, ne? Aber also was, du schaust mal nach, wir blenden das mal ein. So, genau, richtig. Schauen wir mal nach, wie sehr die belastbar ist. Ja, innen drin, der Boden ist extrem belastbar. Das heißt, so schnell geht der nicht kaputt hier mittendrin, oder? Nee, also wir hatten auch bei den Vorgängermodellen Kunden, die haben sich da Stahlplatten reingelegt, weil die hinten relativ leicht waren. Bei dem ist es nicht so problematisch, weil die ein bisschen kürzer wurde jetzt die Ladefläche. Aber in den Vorgängermodellen haben sich Kunden auch da Stahlplatten reingelegt, damit er im Winter nicht hinten zu sehr schwammig ist. Und ja, dann merkt man das bei der Leistung einen Unterschied. Ja, wir gehen mal kurz rein. Er hat ziemlich viele Extras mit drin, zum Beispiel einen aktiven Lenkeingriff. Wie funktioniert denn das mit der Lenkung ganz genau? Das heißt, also die ist selbst, ist es jetzt Fahren by Wire, so wie im Flugzeug so ein bisschen, beim Airbus? Ja, so ähnlich. Also prinzipiell sind alle neueren Fahrzeuge schon in der Lage, manuell zu fahren, beziehungsweise automatisch. Also die Technik ist schon so weit, bis der Gesetzgeber sagt, ja, kann man machen. Und ja. Wobei, solange also der Fahrer hat jederzeit die Möglichkeit einzugreifen. Ne? Also sobald der Fahrer eingreift, sind alle Systeme auch nochmal deaktiviert. Ne? Okay, das heißt aber entsprechend technisch, ist das so, dass das Lenkrad jetzt direkt verbunden ist mit den Rädern oder ist dazwischen noch eine Elektromechanik dann? Da ist Elektromechanik drin, allerdings ist die Lenkung noch komplett verbunden. Also noch da wird es nicht so sein, dass die nicht verbunden ist. Ja, das war eben die Frage, ob das genau, dann komplett bei Wire ist. Nee, ist also noch nicht dabei. Es muss gesetzlich so vorgeschrieben, es muss immer eine mechanische Verbindung da sein oder möglich sein. Sprich, es gibt auch schon Hersteller, die haben eine komplette Lenkung, die nicht mehr 100% verbunden ist. Allerdings ist es da so, dass wenn da irgendwas schief läuft, wird die sofort mechanisch verbunden. Habt ihr irgendeinen Stress mit den Fahrzeugen gehabt in den letzten Jahren? Also das ist so eine Werkstatt, das ist da irgendwie außergewöhnliche? Nee. Außergewöhnlich nichts. Harmlos, also harmlos, ja. Es geht nicht kaputt. Es geht nichts kaputt, ne. Also es gibt wie bei jedem Hersteller immer mal Sonderfälle, aber bei dem Fahrzeug nichts besonders Bekanntes. So, hier vorne haben wir direkt den Eingang. Das ist der Zapfstutzen, einmal für Diesel und einmal natürlich auch für AdBlue. Das heißt, ich kann hier ganz normal AdBlue tanken, an jeder Tankstelle, wo auch LKWs tanken. Ganz genau, ohne Probleme. Das heißt, man kann also AdBlue nämlich nicht nur im Kanister zapfen, sondern man kann auch an Tankstellen fahren. Da kostet das AdBlue, das letzte Mal habe ich bezahlt, 63 Cent der Liter. Also es ist alles halb so wild. Ja, noch eine Besonderheit hier von dem Fahrzeug. Wir blenden es gerade mal ein. Hier vorne sind die Werte eingeblendet. Also ein Gesamtzuggewicht von 5.350 Kilogramm und Gesamtgewicht vom Fahrzeug 3.130 Kilogramm. Und das bedeutet vorne 1550 und hinten 1580 Kilogramm. Also es ist sehr, sehr ausgewogen für alle, die ein bisschen was schleppen wollen. Also 2,5 Tonnen
Anhängelast ist hier bei dem Fahrzeug vorhanden. Ja, noch eine technische Info. Wir haben gerade eben die Abschlepphaken, haben wir geguckt, und die können einiges. Also die dürfen vorne 4,6 Tonnen, ich guck mal gerade vorne, 4,635 Tonnen dürfen sie ziehen. Und hinten, wie viel? 3,863, oder? Ganz genau, das ist schon einiges. Stark. Also man kann an den Abschlepppunkten, kann man richtig jemanden abschleppen, bis fast 5 Tonnen vorne und hinten roundabout 4 Tonnen, also 3,863 Tonnen. So, falls jemand nochmal das Ersatzrad sucht, das ist ja bei vielen Fahrzeugen irgendwie ziemlich groß hinten auf der Heckklappe oder so weiter drauf. Nein, es ist hier bei dem Fahrzeug unten drunter. Und jetzt stelle ich mal nochmal kurz die Frage an den Meister, wenn man hier das Rad hier unten drunter sieht und man hat jetzt wirklich mal eine Panne, was ist denn so dein persönlicher Tipp? Sollte man sich so einen kleinen Schlagschrauber mitnehmen, also grundsätzlich mal? Ja, wenn man sowas hat, ist es verkehrt, ne? Aber normalerweise daher, dass er so hoch liegt, kommt man da sehr gut ran. Ne? Okay, das heißt, man klettert einfach unten drunter, schraubt es los. Ist der jetzt ein Zentralverschluss oder ist es auch mit mehreren Schrauben fest? Das sagt's aus. Nee, normal ist das nur ein Zentralverschluss. Es müsste eine Mutter sein, mit einer Bügelmutter normalerweise, die gelöst wird. Und da kann man das rausheben. Ne? Okay, das heißt aber grundsätzlich, ist der Wagenheber, das Bordmaterial, was dabei ist, ist das entsprechend geeignet? Oder sollte man da eventuell ein bisschen nachrüsten? Oder habt ihr überhaupt schon platte Reifen gehabt hier bei dem? Beim Ranger noch gar nicht, komischerweise. Aber alles fürs Fahrzeug ausgelegt. Ne? Also das Bordwerkzeug ist dafür konzipiert, da kann nichts passieren. Kann nichts passieren. Das heißt also, die eventuell ein bisschen, ich sag mal, vorsichtiger sind, die haben natürlich im Werkzeugkasten noch einen großen Drehmomentschlüssel mit dabei. Da gibt es auch so Hilfswerkzeuge, habe ich gesehen, so entsprechende Getriebe, so Planetengetriebe. Braucht man die, um hier die Schrauben zu lösen? Oder ist das nur bei LKWs, wo ich das gesehen habe, mal, die so ganz fest sitzen? Hier brauchen wir sie nicht, wobei die schon relativ viel Drehmoment bekommen, aber Vergleich zum PKW, weil die haben eine Radschraube mehr mit 6 Stück und von daher geht das. Die sind jetzt nicht so fest wie bei den Transits, also das bekommt man schon auf. Ne? Gegenüber dem Vorgänger gibt es noch eine kleine, aber feine Verbesserung. Es ist nämlich jetzt hier unten eine Feder eingebaut. Sie ist nicht allzu stark, macht aber so im Alltag einiges aus, oder? Genau, es unterstützt ein bisschen beim Schließen. Ist nicht mehr ganz so schwer damit. Weil vorher muss man mit beiden Händen schon mit ein bisschen Kraft die Heckklappe anheben und so kann ich sie ganz einfach auf und zu machen, ohne große Kraftaufwendung. Ne? Es sind so die Kleinigkeiten, die dann einem das Leben tagtäglich einfacher machen. Ne? Genau, richtig. Ein bisschen mehr Komfort dadurch. Ja, es ist eine typische Doka, eine Doppelkabine und man hat unglaublich viel Platz in dem Fahrzeug mit drin. Das ist die hintere Sitzbank. 3 Leute können auch hier bequem drin sitzen, wenn man die Crew mal mitfahrt. Und hier vorne hat man einen Anschluss, Zigarettenanzünder, einmal mit 230 Volt, eine Schuko-Steckdose mit drin und ich habe eine 12 Volt Steckdose mit drin. Das heißt, ein Spannungswandler bis 150 Watt, zum Beispiel fürs Laptop oder dass ich diverse Geräte aufladen kann. Das ist schon direkt mit eingebaut. Ja, die Sitze sind sehr, sehr komfortabel. Sie haben eine elektrische entsprechende Verstellung mit drin, elektrische Fensterheber mit drin. Ich kann die Türen von innen auch verriegeln. Es hat eine ordentliche Soundanlage mit drin und ja, es hat schon so ein bisschen, ich sag mal, einen klein wenigen Hauch von Luxus mit drin. Aber man spricht ja hier auch von einem Auto, was wirklich tagtäglich dann im harten Einsatz auch benutzt werden kann, oder? Genau, es ist wie gesagt, es ist irgendwo ein Arbeitstier, aber auch für den privaten Bereich super zu haben, auch mit Familie, kein Problem. Ja, hier ist das Getriebe. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Es gibt verschiedene Fahrmodi, die werden wir gleich mal zeigen und wie das Ganze umzuschalten ist. Wie das Ganze funktioniert, wir fahren gleich mal, ja. So, das ist der Raptor von innen. Matthias, was zunächst mal auffällt, ist, er ist sehr leise. Ich habe die Tür gerade eben geschlossen und praktisch die Außengeräusche. Wir sind hier direkt an der Hauptstraße, die Einfahrtstraße hier nach Dillingen. Man hört so gut wie gar nichts mehr. Genau, sehr geräuschgedämmt, die Fahrerkabine. Da dringt nichts nach innen. Wenn du mal den Motor anmachst, das Ganze hat keinen Schlüssel mehr. Wie ist der Name von dem Schlüssellosen bei euch bei Ford? Das ist das Key-Free-System von Ford. Das Key-Free-System. Das heißt, man startet mit dem Schlüssel in der Tasche drin. Raptor geht dann an. Und man hat ein großes Display mit drin. Das ist wahrscheinlich taktil. Ich kann draufdrücken. Genau, ist Touch. Richtig. Ein Touch-Display. Ja, es hat DAB Plus mit drin. Das werden wir gleich mal kurz drauf eingehen. Und es hat auch die Möglichkeit, Apps dann auch einzustellen. Wir fahren am besten mal, dass man mal das Fahrgeräusch ein bisschen hört. Das Hinganggetriebe wird einfach eingelegt, wie man das kennt. Man stellt auf D. D steht für? Drive, wie fahren im Englischen. Genau. So, es geht jetzt alles automatisch. Ich habe, wie beim Rennwagen, 2 Schaltpedals. Die sind direkt hier unten drunter. Da gehen wir gleich mal kurz drauf ein. Damit kann ich wahrscheinlich die Gänge rauf und runter schalten. Genau, richtig. Da kann man manuell nochmal schalten. Zum Beispiel am Berg. Genau, zum Beispiel. Er ist ein
gut Stück leiser geworden. Also sind wir auch schon mal gefahren mit dem Ranger, den wir vorher gefahren sind. Und da muss ich sagen, da war es schon so ein bisschen mehr LKW, oder? Genau, richtig. Der ist jetzt nochmal geräuschoptimiert. Also ist wirklich kaum was zu hören vom Motor jetzt. Aber wirklich wesentlich besser, muss man sagen. Also es war vorher schon auch die Abstimmung der Gänge. Also habe schon das Gefühl, es hat vorher so ein kleines bisschen, ich weiß nicht, ob wir da mit dem Schalter gefahren sind oder mit der Automatik. Genau, das war damals ja der Schalter gewesen. Und da ist es halt schon nicht wie ein PKW zu fahren, sag ich mal, der Ranger dann, gerade im Schaltbetrieb. Und durch die Automatik nochmal, das ist ein sehr angenehmes und viel leiseres Fahren auch. Ja, der Schaltwechsel von den Gängen, man spürt es gar nicht. Hast du jetzt irgendwie großen Ruck oder irgendwas gespürt? Nein, absolut gar nicht. Sehr durchgängig, sehr fließend, ohne Probleme. So, die Gänge sieht man irgendwo? Ich guck mal gerade. Ist eine Ganganzeige? Sieht man nicht, gell? Moment. Kann man durchschalten. Er schaltet mal durch im mittleren Display. Wird das mal sehen. Also das ist unten wieder dann angezeigt gegangen. Wir sind jetzt gerade im siebten Gang. Jetzt sind wir im sechsten. Genau, jetzt, wenn du mal kurz Gas gibst. Schalte schon hoch im siebten Gang. Jetzt der siebte Gang. Und jetzt im achten Gang. Das ist der achte Gang. Machen wir neunter. Neunter. Und zehnter. Jawohl. Wie krass, 10 Gänge. Echt? Eben. Das sind 10 Gänge, das ist Wahnsinn. Auch die Übersetzung, das ist der Hammer. So, da vorne ist... Es staut schon ein bisschen. Was hat der alles für Schutzsysteme eingebaut? Der hat zum Beispiel jetzt den Fahrspurhalteassistent beispielsweise. Der hat den Pre-Collision Assist. Das ist was? Was ist das? Pre-Collision Assist, das ist ein Auffahrwarnsystem, das den Fahrer warnt, wenn ein Fahrzeug abrupt abbremst von dran. Und bei Geschwindigkeiten bis 50 km/h auch selbst eingreift. Also sprich, für den Fahrer bremst, wenn er zu spät agieren sollte. Ja, eine ganz feine Sache ist... automatisch die Abstandsregelanlage, die hier mit eingebaut ist. Wie funktioniert die? Genau, das ist folgendermaßen. Ich stelle zum Beispiel eine Geschwindigkeit genau, von 120 km/h ein. Das Auto hält die 120 km/h. Sollte jetzt vorne ein Auto vor mich fahren, mit 100 km/h beispielsweise, würde das Auto auf 100 km/h runterbremsen. Okay, das heißt, es fährt auch nicht vorne drauf, wenn es ein LKW ist oder sowas? Nee, das ist egal. Er erkennt das vom Kennzeichen beispielsweise und würde dann auf die 100 km/h abbremsen. Das Fahrzeug verlässt die Spur vor mir und dann würde das Fahrzeug wieder die Geschwindigkeit aufnehmen. Ja, wir können das ja gleich mal machen, wenn wir da vorne sind. Da vorne ist ein LKW und hier ist 80. Das Schöne ist auch, er hat eine Kennzeichenerkennung mit drin. Oder ist Kennzeichen oder geht das über eine Datenbank? Das ist über Kennzeichen, wo das erkannt wird zum Beispiel. Also hier vorne steht jetzt 80 drin, das hat er dann ausgelesen bei der Autobahn zum Beispiel. Wir haben eine Baustelle jetzt hier. Genau, richtig. Das ist die frontbasierte Kamera, die dann erkennt, die Stelle erkennt halt. Ja, der Spiegel ist automatisch abblendend, das ist ja heute Standard und ich habe eine sehr, sehr schöne große Spiegelanlage. Die fährt automatisch rein? Nein, die ist starr, die müssten Sie von Hand einklappen. Also das ist auch empfehlenswert. Kann man das Fahrzeug in eine ganz normale Waschstraße fahren? Ich frage mal so. Also man muss schon eine Waschstraße finden, die einen annimmt, oder? Genau, also es ist eine Schwierigkeit, da eine Waschanlage zu finden. Ich würde jedem raten, da wirklich auf den Waschplatz zu fahren und dort selbst eine Hand anzulegen. Ja, es sind ja viele Aufbauten. Also wenn die Leute schon diese ungewöhnliche Form sehen, wird man meistens abgelehnt. Also ich habe bei meinem Bus zum Beispiel einen Fahrradträger drauf gehabt, da ging schon nicht mehr. So, was auch schön ist, sind hier die Griffe. Ich zeig's mal, ich hoffe mal gerade, man kann es so im Licht ein bisschen erkennen. Man hat so riesige Griffe, die einem helfen beim Ein- und Aussteigen. Sehr praktisch, oder? Genau, optimal. Also weil der auch eine relativ hohe Trittstufe hat, kann man auf die Trittstufe steigen, sich schon mal festhalten. Perfekt zum Einsteigen. So, also hier vorne habe ich dann meine Mitfahrer. Ja, eigentlich hätte ich ja noch ein Family-Auto, wenn ich das so möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Handwerker bin, nutze das denn auch privat. Kann ich bis zu 5 Personen einladen, habe eine Klimaanlage mit drin, habe richtig Luxus mit drin. Also ich könnte es auch privat nutzen. Genau, absolut. Wie gesagt, man kann dann auf der Baustelle kann man ihn benutzen. Man kann ja als Spaßauto im Gelände. Und wenn es mit der Familie in Urlaub geht, man hat Platz hinten, man kann genug Koffer einladen. Das ist gar kein Problem. Ja, es hat riesige Ablageflächen. Es hat also sowohl an der Seite Ablageflächen als auch... Hier nochmal unten drunter, ich zeig's mal gerade. Sehr schön ist hier die Armauflage. Wenn du das mal kurz öffnest, da ist noch ein Fach unten drunter drin. Genau. So, da kann ich ein bisschen was ablegen. Aber hauptsächlich so die. Unten drunter nochmal. Ganz genau. Da kann ich nochmal Sachen reinlegen. Das hat, ich sag mal, alles auch nicht so viel Gedöns mit drin. Man hat eine ganz normale Handbremse mit drin. Gut, das ist ein Geländefahrzeug, da ist es gar nicht schlecht, oder? Genau, eben. Das ist eine Sache, das ist
in meinen Augen eine Spielerei irgendwo, eine Feststellbremse, eine elektrische. In dem Bereich? Ja. Genau eben. Er ist halt robust und das gehört einfach dazu. Also wer da die Handbremse nicht anziehen kann, soll ich vielleicht ein anderes Auto kaufen? Genau, so. Übertrieben gesagt, genau so ist es, ja. Ja, ich habe weltweiten Service, nehme ich an, oder? Das Fahrzeug gibt es wahrscheinlich fast auf der ganzen Welt. Genau, richtig. Das ist, wird weltweit vermarktet, das Fahrzeug. Also nicht nur für den europäischen Markt, sondern wirklich komplett weltweit. Er ist viel, viel leiser geworden, das muss ich sagen. Also wenn wir gleich mal ein bisschen Freiheit haben, vielleicht beschleunigen wir mal ein bisschen mehr. Weil vorher war es so, bei 80 bis 100 km/h hat man den Motor deutlich gehört. Aber hier habe ich so das Gefühl, auch wegen der Automatik, dass es irgendwie ist viel sanfter, viel PKW-mäßiger, oder? Genau, man hat halt immer permanent den richtigen Gang eingelegt. Also das merkt man schon, dass dadurch der Motor auch ruhiger wird. Was total krass ist, dass man die Geländewagen, die Geländereifen gar nicht hört. Normalerweise denkt man ja, die sind irre laut, oder? Das ist gar nicht so, oder? Ja, ist Wahnsinn. Also das Fahrverhalten auch jetzt auf der Straße im normalen Bereich, es ist einfach wie im ganz normalen PKW. Ja, hier vorne ist eine beheizbare Frontscheibe mit drin. Ist es bei dir persönlich, ist es eher mit oder ohne? Was ist deine Präferenz? Definitiv mit. Also wer im Winter mal gekratzt hat und gerade bei so einer großen Scheibe und so einem hohen Auto, da ist es schon wirklich von Vorteil, wenn man da einfach das Knöpfchen drückt und die Scheibe erledigt es fein. Und was sagen die Leute, die es entsprechend fokussieren können? Es gibt Leute, die können den Draht fokussieren, aber die meisten gucken einfach durch, oder? Das heißt, man merkt es gar nicht. Ja, ich sag mal so, wenn man wirklich drauf achtet, man im ersten Moment, dann sieht man den Draht auch. Aber im Normalfall... Im Laufe der Zeit vergisst man den. Genau eben, den übersieht man. Oh, jetzt kommt der Motor. Der hat richtig Leistung. Wie viel Leistung? 213 PS hat der. So, jetzt fahren wir... Dann kann man drauf gucken. So, wenn ich mir kurz mal die Geschwindigkeit sage, rund 140 jetzt, oder? Genau, 150 km/h fahren wir jetzt. 150 km/h, problemlos, oder? Ganz entspannt, ohne Probleme. So, ich denke, das genügt. Die Höchstgeschwindigkeit ist wahrscheinlich viel höher. Wie ist so das Fahrgefühl jetzt im Moment bei dir? Du fühlst dich jetzt sicher? Ja, absolut entspannt. Also super übersichtbares Fahrzeug, auch allein schon durch die ganzen Assistenzsysteme. Es ist fast schon ein autonomes Fahren, wenn man es möchte. Also, das heißt, der macht doch einen Lenkangriff? Genau, richtig. Der erkennt die Fahrbahnspur und wenn man nicht blinkt, greift auch nochmal ein, wo das Lenkrad dann das Fahrzeug in die Spur nochmal reinbringt. Wenn du mir das mal kurz zeigst. Also es ist an der Seite, ja. Da vorne ist ein Hebel, gell? Einschalten, genau. Ja. Jetzt ist er ausgeschaltet. Jetzt haben wir ihn eingeschaltet. Ich werde jetzt mal ein Stückchen rüber lenken hier. Das Fahrzeug, man sieht, lenkt für mich dann wieder in die Spur rein. So, es fängt sich natürlich nach einer gewissen Zeit an zu beschweren. Bitte Hände ans Lenkrad, da steht es schon. Genau. Aber es ist zum Beispiel, wenn man kurz abgelenkt sein sollte, es hält die Spur. Ganz genau. Es ist halt, wie ja gesagt, man darf sich halt nicht zu 100% drauf verlassen. Aber es ist halt auf jeden Fall eine sichere Sache für einen, wo man halt nochmal einen Schutz hat. Genau, es denkt einfach mit, guckt, dass die Spur das. Kann ich denn das einfach überwinden, wenn ich das möchte, oder muss ich es aktiv vorher ausschalten? Natürlich, wir können es mal Spaß machen. Ich fahre jetzt mal links rüber, ohne zu blinken. Und so bin ich auch wieder drüber. Wenn man blinkt, ist direkt ausgeschaltet? Genau, wenn man blinkt, erkennt das Fahrzeug das und dementsprechend wird es dann ausgeschaltet. So, hier ist eine ganz gerade Strecke, wenn du mal Gas gibst. Wir fahren jetzt, wie schnell fahren wir? Jetzt sind wir gleich bei, jetzt mal 150, 160 km/h. So. Jetzt zur Zeit haben wir ein bisschen Gas gegeben, jetzt liegen wir bei roundabout zwischen 10 und 12 Liter. Wie kann man das Fahrzeug fahren? Mit innerorts so 8,5, 8,9, 9 Liter. Diesel? Genau, richtig. 2,9 Liter Diesel. Ja, es erfüllt die neuesten Abgasnormen, das heißt, es hat eine Einspritzanlage für AdBlue. Das ist schon eine feine Sache, oder? Genau, absolut. Man muss sich keine Gedanken machen, man kommt überall in die Städte rein, ohne Probleme. Ja, vorne hat es auch USB-Steckdosen satt und setter. Ja, die Fahrmodi, wir haben es eben mal kurz erläutert, ist ein echtes Geländefahrzeug. Das heißt, ihr hattet vorne einen Schalter 2H, also ist jetzt im Moment ist es zweiradgetrieben? Genau, man kann ihn auf Zweirad und auf Allrad einstellen und dann auch nochmal für den Kriechmodus im Gelände und kann separat dazu hier über das Lenkrad kann man die Modi einstellen für den jeweiligen Belag, den man hat. Sprich, jetzt bin ich im normalen, in der normalen Fahrmodi. Ich fahre jetzt im Moment den 2H, das heißt, die hinteren Räder sind angetrieben jetzt, genau, oder vorne? Richtig. Genau, ganz genau. So, das heißt, ich kann aber auch dauerhaft auf 4H schalten, genau, fahren. Genau, richtig. Da ist auch keine Fahrzeugbeschränkung. Das heißt, ich kann mit 4H kann ich durchgehend auch auf der Autobahn fahren? Natürlich, ohne weiteres, kein Problem. So, wir fahren am besten mal hier raus. Das wird das mal, da fahren wir mal ran, dann komme ich mal auf deine Seite, dann können wir die Fahrmodus einfach mal zeigen. Das ist ein ganz dezenten Display, ist in der Mitte drin, da wird alles angezeigt. Und so mache ich auch, dass hier jetzt 100 gerade ist. Das hat er gemerkt. Und
Das heißt, da ist eine Elektronik mit drin, die sich anpasst auf die jeweiligen Untergründe? Genau, die optimiert dann dementsprechend das Fahrwerk, welcher Untergrund halt vorliegt. Es gibt 6 verschiedene Modine. Das fängt an bei der normalen, das ist halt für den innerdeutschen Straßenverkehr oder auch Autobahn. Dann derjenige, der es ein bisschen sportlicher mag, ich kann es gerne mal zeigen, ist dann hier der Sportmodus. Dann haben wir die Möglichkeit Gras, Kies und Schnee, je nach Untergrund. Dann haben wir Schlamm und Sand. Und dann Bacher, das ist halt für schnelles Fahren im Gelände. Und die letzte Modi ist für Geröll, also wenn man über Steine fährt beispielsweise, über größere Steine auch. Das lernt man auch im Laufe der Zeit, es geht ruckzuck. Ist es schwer zu bedienen? Nee, gar kein Problem. Also ich kann mich aufs Fahren konzentrieren und kann aber trotzdem auch die Modine umstellen, ohne weiteres. Okay, das heißt, ich habe hier rechts an der Seite eine Mode-Taste, drücke da drauf und habe dann verschiedene Richtungen, wo ich dann schalten kann. Ja, das Lenkrad ist schick. Genau, Lederlenkrad, greift sich gut, fühlt sich gut an, macht auch einen sicheren Eindruck. Ist ja nicht so riesig. Ist es alles höhenverstellbar vom Lenkrad? Ja, in der Höhe und Weite verstellbar, das Lenkrad. Es ist viel leiser geworden. Also es ist jetzt natürlich kein Fahrzeug, mit dem man, ich sag mal, auf der Autobahn permanent 200 fährt, ja, sondern aber so, sag mal, so gediegen so 130, Richtgeschwindigkeit 150, locker, oder? Ganz entspannt. Die bekommt man ohne weiteres drauf. Das Fahrzeug hat eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h. Und ich denke mal, für so ein Fahrzeug bei der Größe, das ist wirklich ausreichend. Ja, ich weiß es von einigen Fahrzeugherstellern, die sowieso schon größere Fahrzeuge alle auf 170 beschränken, unter anderem Busse. Ich weiß, in Frankreich, mein Bus hatte bei 170 Feierabend. Da war der Begrenzer drin. Genau, richtig. Das ist auch, wie gesagt, sinnvoll bei so einem großen Fahrzeug. Das Fahrzeug muss auch gebremst werden. Dementsprechend macht das schon Sinn. So, ich kann das Handy anschließen, also es hat Apps, aber vielleicht gehen wir mal gerade auf die Basics drauf. Hier die Klimatisierung, klick mal kurz drauf, sei so lieb. Also hier kann ich alles einstellen, zusätzlich nochmal zu den manuellen Schaltern, die ich hier unten drunter habe. Das heißt, damit kann ich die steuern, kann die aber auch über das Menü steuern, wenn ich das möchte. Genau, richtig. Wie gesagt, man kann es manuell unten steuern, kann es aber auch, wie gesagt, nochmal steuern über den Touchbildschirm. So, das nächste wäre das Telefonmenü. Das heißt, hier kann ich das per Bluetooth koppeln. Mein Telefon, ich habe eine Navigation mit eingebaut, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch über die mobilen Apps, kann ich, ich sag mal, das Mobiltelefon nutzen, was ja auch viele machen, die zum Beispiel Navigation mit Google Maps machen, dann über die Einrichtung dann auf dem Handy navigieren, den Ton dann über Bluetooth einfach, ich sag mal, auf das Autoradio übertragen, das geht sowieso. Genau, richtig. Man hat da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Form von, also bei Apple halt, mit dem Apple CarPlay. Das heißt, man schließt sein Handy übers Kabel an, ans Fahrzeug und kann sein Handy spiegeln auf dem Display. Man hat verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Zugriff auf WhatsApp, man kann sich Nachrichten vorlesen lassen, man kann telefonieren, Google Maps nutzen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Super. Ja, wir fahren am besten mal zurück. Ich zeige nochmal so ein paar Details. Hier sind ganz viele Lampen drin, die ganz wichtig sind, wenn man natürlich mit den Leuten unterwegs ist, dass sie selber hinten das Licht mal anmachen können. Hier vorne ist Licht, da ist noch ein Brillenfach mit drin. Und ja, was viele Frauen grundsätzlich vermissen werden, ich guck mal gerade. Ja, es hat sogar einen Schminkspiegel mit Licht mit drin. Also letztes Mal war meine Frau bei einem Bus deutschem Hersteller, ich will jetzt keinen Namen nennen, hatte keine Beleuchtung im Spiegel mit drin, war ein Extra, ist hier schon mit eingebaut. Genau, da werden sich die Frauen freuen. So ist es mit drin. Also ich sag mal eigentlich, ich frag mal so, das Fahrzeug wird schon mal so als SUV auch schon mal gekauft, für Leute, die zum Beispiel so unterwegs sind mit dem Surfboard und so weiter? Genau, richtig, weil man hat hinten eine schöne Ladefläche. Wenn man auch ins Gelände kommt, ist kein Problem. Der fühlt sich im Gelände wohl, das macht ihm Spaß im Gelände, das passt. Die Farbe Blau steht ihm unglaublich gut und wir gucken uns noch mal kurz das Tagfahrlicht an. Jetzt ist es nämlich an. So sieht's aus, es wirkt aber in echt, wirkt es nochmal viel doller. Jetzt ist es gerade ausgegangen, ja. Ist auch nicht so schlimm. Ja, jetzt ist es nochmal an. So sieht's aus. Also es wirkt in echt, wird es ein gutes Stückchen heller, muss man sagen. Du hast ihn selbst am Wochenende mitgehabt, ja. Und die Kollegen haben angerufen und gesagt, was ist das für ein tolles Auto, oder? Genau, stand halt vor der Türe. Kollegen vorbeigefahren, direkt WhatsApp-Nachrichten bekommen, was ist das denn? Ein Riesenteil. Ja. Das ist halt für einen gewerblichen Einsatz. Muss auch fairerweise sagen, es gibt ja eine ganz große Diskussion, gerade mit großen Autos unterwegs sein. Aber es gibt eine Zielgruppe, die braucht ja große Autos, denn man darf ja, das Gesamtzuggewicht ist ja so bestimmt, dass der Anhänger nicht schwerer sein darf als das Zugfahrzeug. Genau, richtig. In dem Fall sind es jetzt halt 2,5 Tonnen. 2,5 Tonnen. Aber auch da kann man sich schlau machen. Da gibt es bestimmt irgendwelche Tüftler, die im zulässigen Rahmen den eventuell nochmal auflasten sollten. Aber das reine geländegängige Fahrzeug, ja, wir werden mal eins machen. Wir werden mal in eine Kiesgrube fahren demnächst. Dann machen wir nochmal ein extra Video und dann zeigen wir mal die Geländegängigkeit von dem Fahrzeug.
All das werden wir tun. Ja, wir sind wo jetzt heute? In welchem Ort? Wir sind heute hier in Dillingen bei der Zentralgarage in der Konrad-Adenauer-Allee 6. Ihr seid Spezialist für das Bereich oder für den Bereich Gewerbe und ihr habt ein ganz großes Center für Transits auch noch mit dabei. Das Fahrzeug geht bei euch ziemlich oft über den Ladentisch, oder? Genau, richtig. Ist mit das gefragteste Fahrzeug, auch generell von Ford das stärkste Fahrzeug im Nutzfahrzeugbereich. Ja, wenn ihr Lust habt, hier steht er, der Matthias Seim. Aber du bist bei euch nicht allein im Vertrieb, oder? Genau, richtig. Ich mache das zusammen mit dem Kollegen, mit dem Herrn Brülz und mit dem Herrn Wahl zusammen. Genau, Probefahrt kein Problem? Genau, gar kein Thema. Kurz vorher anrufen, wir stellen das Fahrzeug bereit, kann es auch direkt losgehen. Und Zahlungnahme? Natürlich auch. Leasingfinanzierung? Alles möglich. Selbstredend, ja, da ist es. Ja, wie ist das bei dem Fahrzeug, die 1%-Regelung? Wie ist das da gehandhabt? Das da ist jetzt eine Zulassung als LKW oder ist das noch ein PKW? Genau, der hat aktuell, so wie jetzt da steht, hat er eine LKW-Zulassung. Es gibt auch die Möglichkeit, das Fahrzeug umtragen zu lassen zum PKW, zum Pickup, Entschuldigung. Zum Pickup. Wo ist da jetzt der Unterschied? Genau, ist halt ein steuerlicher Vorteil, den man dann dadurch hat. Das geht? Genau, richtig, kein Problem. Ist ja ein Pickup. Genau, richtig. Also, wenn Sie Lust haben, kommen Sie zur Zentralgarage nach Dillingen. Da vorne steht's und fahren Sie mal Probe. Ihr habt mittlerweile Kunden, muss man sagen, auch aufgrund der Videos, die kommen von ganz weit her, gell? Genau, Luxemburg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hamburg hatten wir jetzt eine Anfrage gehabt. Das ist schon viel, ja. Ja, der weiteste Weg lohnt sich. Da ist er, der Raptor, Modelljahr 2020. Vielen Dank fürs Einschalten.